Hallo, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Therapeuterprodukte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute die syntropische Landwirtschaft, ein Begrünungsthema, was nicht so direkt was mit EM und Therapeuter zu tun hat, aber auch aus Brasilien kommt, nämlich vom Schweizer, brasilianischen Ernst Götzsch, ein Landwirtschaftspionier, der seit den 80ern dort eine ganz spezielle Landwirtschaft betreibt. Nämlich er pflanzt Düngebäume an, zusammen mit seinen Kulturbäumen und Kultursachen, und schneidet die dann einmal im Jahr radikal zurück. So, kurze Ernte-Update. Wir machen ja nicht so oft Videos, da können Sie mal gucken, was wir hier gerade so geerntet haben. Das sind die sogenannten Elefantenknoblauch. Das sind eigentlich Blumen. Man kann hier noch mal kurz reinschneiden, dass das richtig schöne Blüten hat, die dann im Blumenladen 4 Euro kosten, wenn man die da kaufen möchte. Aber neben den Blüten machen sie eben auch riesige Knollen, und es sieht aus wie Knoblauch, ist aber eher so Richtung Porree. Also es ist mehr so ein bisschen wie Zwiebeln, und es hat tatsächlich riesige Knoblauchzehen. Da ist eine Zehe so groß wie normalerweise eine ganze Knoblauchknolle. Also das hat dieses Jahr wunderbar funktioniert. Zwiebeln, Knoblauch, war das ein sehr gutes Jahr dieses Jahr. So, und jetzt zur syntropischen Landwirtschaft. Das erkläre ich jetzt noch mal kurz. Man sieht hier im Hintergrund die Bäume. Das sind Robinien, die ich vor, ja, müssen wir mal gucken, wann das Video war. Das habe ich vor 6 Jahren gepflanzt oder so. 5, 6 Jahre müssen das sein. Habe ich. Und die Pappel war tatsächlich nur so ein 20 cm langes Stöckchen. Also aus diesem Stöckchen hier kannte ich 20 neue Pappeln pflanzen, die dann in 5 Jahren auch so groß sind wie die da hinten. Und hier ist 2 Meter, 4 Meter, 6 Meter, 8 Meter hoch ist die Pappel. Das wächst die also in 5 Jahren aus so einem kleinen Stöckchen hier raus. Das ist die Nordmax 24, hieß die Sorte, glaube ich. Also so eine Biomasse-Sorte, eine ganz schnell wachsende. Die werden aber auch riesig. Das werden richtig große alte Schwarzpappeln, die man nach 50 Jahren mit 3 Leuten nicht mehr umfassen kann. Und die als alte Schwarzpappeln auch unter Naturschutz stehen. Aber sie werden heutzutage oftmals angebaut für Energieholz. Das heißt, alle paar Jahre, alle 3 Jahre oder so, oder 3 bis 6 Jahre, werden die gehäckselt und als Holzhäcksel zur Energiegewinnung genutzt. Auch für Therapeuter, also auch für Pflanzenkohleherstellung, könnte man die nutzen. Aber hier ist die Idee ein bisschen anders. Wir machen es nämlich so wie dieser Ernst Götzsch. Und wenn Sie Ernst Götzsch noch nicht gesehen haben und seine syntropische Landwirtschaft, dann gucken Sie sich mal ein paar Videos, Bilder im Internet an. Im Wesentlichen, also ich habe das ja besucht in Brasilien, da wo er das gemacht hat, in der Nähe von Sao Paulo, auf so einer Fazenda Toca, so einer Spezialfarm, dass der 7 Meter Abstände in den Reihen hat, also zwischen den Reihen hat, und in der Reihe pflanzt er dann Banane als Düngebaum. Banane ist auch, man sollte es nicht glauben, ein Unkrautbaum, der mit der Zeit einen überwuchert. Dann pflanzt er Eukalyptus oder Akazie, also auch Bäume, die ganz schnell wachsen, und gerade in Brasilien, da haben wir ja wirklich, also ich möchte fast sagen, 10-faches Baumwachstum als bei uns. Da wächst der Eukalyptus teilweise 6 Meter im Jahr, und das tut er da auch. Und dann ein Fruchtbaum, sowas wie ein Zitrusfrüchte oder Kaki, oder dann ein tatsächlich wertvoller Fruchtbaum daneben. Und der wächst natürlich viel langsamer und bleibt kleiner. Und dann geht der Ernst Götzsch hin, einmal im Jahr, und schneidet den Eukalyptus und die Banane, beziehungsweise Akazie oder Eukalyptus und die Banane. Bei der Banane schneidet der den Großmuttertrieb ab, das heißt, die kriegen jedes Jahr einen neuen Trieb. Tochter, Mutter, Großmutter, der Großmuttertrieb, der größte, wird jedes Jahr mit der Kettensäge abgeschnitten und ein bisschen klein gemacht und als Mulch hingelegt. Banane ist wunderbares Mulch, riesige Blätter, verdunstet schön, macht ein schönes Kleinklima. Dann der Eukalyptus, der wird auch, was hat er da? Ich glaube 4, 5 Meter geht er da mit der Leiter hoch, Kettensäge, zack, 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 dann steht da nur noch ein Baum, also nur noch ein Stamm. Da ist kein Blatt mehr dran, er köpft den komplett, jedes Jahr. Und dann wächst er jedes Jahr 6 Meter wieder raus und er köpft den jedes Jahr wieder ab. Also dann fällt viel, viel Laub an. Und was passiert dann? Unterirdisch passiert erstmal die Sache, dass natürlich ein Großteil dieser Wurzeln, sowohl von der Banane wie auch von dem Eukalyptus, absterben. Oder hier von meiner Pappel.
Das heißt, sie haben ihre Blätter nicht mehr, die die ganzen Feinwurzeln und auch etwas größeren Wurzeln versorgen. Und damit stirbt, sage ich mal, die Hälfte der ganzen Wurzelgeflecht stirbt ab. Und dann kommen die benachbarten, nicht ganz so starken Zitrusfrüchte oder Kakifrüchte oder so und können in diese Wurzelgänge und in diese Nährstoffdepots reinwachsen und sich da bedienen. Und das ist der Clou. Also wir transferieren die Kraft, die Stärke, die wir pflanzen Wasser für die Fruchtbäume. Wir transferieren die Kraft, die Wasser, die Nährstoffe auf die etwas weniger vitalen Fruchtbäume, die dafür ihre ganze Ernte liefern. Und ja, also das ist die Idee dabei, sind tropische Landwirtschaft. Aber wie ich jetzt nochmal verstanden habe, da steckt noch mehr dahinter. Tatsächlich sagt er, das war auch in unseren Breiten üblich, dass zum Beispiel in dieser Zeit jetzt Juli, das ist die Zeit, dass die Natur ja so zur Ruhe kommt, die Blätter werden schon so ein bisschen gelblich, es fängt alles an, ein bisschen ruhiger zu wachsen, bis dahin Frühjahr, ne, da ging es richtig los, Frühsommer, da ist alles gewuchert, jetzt kommt alles so ein bisschen zur Ruhe und hält so mehr oder weniger durch bis zum Herbst, bis alles abstirbt. Und da nochmal einen neuen Impuls geben, alles nochmal auf Jugend zurückschrauben und nochmal starkes Wachstum induzieren, das schafft man dann mit diesem Abschneiden. Und zwar nicht nur für diesen einen Baum, den man abschneidet, der dann natürlich wachsen muss, wenn er nochmal überleben will, oder sondern auch für alle, das ganze System drumherum. Das ganze System wird verjüngt. Ernst Götz spricht davon, dass da Pflanzenhormone im Boden sind, die dann das ganze System verjüngen, alle Pflanzen nochmal zum Schub ausbringen. Das wäre dann auch der Moment, wo man dann die ganzen Winterfrüchte, sei es Rosenkohl, Kohl, Feldsalat und so weiter, dass man die dann jetzt nochmal sät pflanzt. So. Also das ist die Idee, wir wollen das ganze System verjüngen und wie gesagt, Experiment, so richtig wie der Ernst Götz habe ich es hier nicht gemacht. Ich habe einfach in mein Gemüsebeet Pappel und Robinie reingepflanzt und was eigentlich nicht ganz optimal ist, weil die beschatten natürlich ein bisschen viel bei uns. Und, aber die werden jetzt geköpft. Ideal wäre es, man hätte einen Obstgarten, man würde, keine Ahnung, Apfel, Kirsche, Pfirsich und immer im Wechsel mit zwei Düngebäumen, einen Fruchtbaum und die dann radikal zurückschneiden und als Mulch verwenden. Das wäre so der klassische Ernst Götz. Hier habe ich das mit Gemüse gemacht und jetzt geht's ans Schneiden. Ich kann mich gleich hier festhalten. Es kam noch die Frage auf, was ist mit den Baumwunden, behandeln wir die? Ja, die kann man behandeln, wunderbar mit unserem Triatera Baumanstrich, gerade bei Obstbäumen oder so, wenn die geschnitten werden, wenn die Verletzungen an der Rinde haben, auf jeden Fall Pilze. Zweimal im Jahr, Frühjahr, Herbst, mit Triatera Baumanstrich streichen. Kann man hier auch machen, ist aber keine Pflicht. Die Bäume sind ja Opferbäume, wir wollen die jetzt nicht verzärteln. Ich meine, braucht man eh nicht verzärteln. Jeder weiß, Robinie ist ein Unkrautbaum, der wächst überall. Und auch die Pappe schneidet man kaputt, Weide, die wachsen so schnell wieder raus und so alt sollen die ja gar nicht werden. Die werden hier in wenigen Jahren wieder wegkommen. Also sprich, hier werden wir es wahrscheinlich nicht machen oder nur gerade so hoch willkommen, wenn wir die anderen Bäume mal streichen. Ansonsten bei Obstbäumen und so gleichen auf jeden Fall Walnuss, die kriegen gleich einen Baumanstrich mit, damit es gut verheilt. So, willkommen zum Schlachtfeld. Alles runtergenommen, die Robinien, härteres Holz. Ging aber mit unserer Gardena langen Baumsäge trotzdem ganz gut und die habe ich einfach hochgeastet, nicht komplett geköpft, weil ich vermute, wenn ich die Robinie komplett köpfe, könnte die vielleicht tatsächlich absterben, der Stamm, beziehungsweise kommt dann auch ganz viel an den Seiten hoch, das wollen wir gar nicht.
Sprich, ich habe den nur hochgeachtet, dass er noch ein bisschen oben hat. Dann macht er ein schön gerades Holz und dann kriegt man in kürzester Zeit, paar Jahre noch, dann hat er hier ordentliche Zaunfehldicke. Und die besten Zaunfehle sind Robinien. Also zu Robinien, Stickstoffbinden, wächst auf schlechtesten Böden, braucht kein Wasser und hat das härteste Holz, auch Brennholz, stärkste, also das energiereichste Brennholz, aber auch deutlich härter als Eiche und hält wahrscheinlich 100 Jahre als Zaunfall. Also Eiche sagt man so 20 Jahre, Robinie 50 Jahre, 100 Jahre. So, genau. Die lassen wir also so stehen und die Pappel haben wir komplett geköpft, weil wenn wir die noch weiter nach oben wachsen lassen, der wird ja immer dicker und immer größer, da kommt man auch irgendwann nicht mehr ran. Und ich habe ja gesagt, in 50 Jahren sind das Baumriesen. Wollen wir nicht. Habe ich mit dem Nachbar abgesprochen, nein, wir werden hier keinen Baumriesen pflanzen, direkt an deiner Grundstücksgrenze. Deswegen habe ich den mal komplett gekappt und ich schätze mal wie eine Weide, dass der das verträgt und wieder rauswächst. Wir gucken uns das mal an. Ich nehme nicht an, dass er abstirbt davon. Ja, was man auch noch, also hier in Deutschland, in Brasilien, klar, da wächst der Baum, da wächst so ein Eukalyptus 6 Meter raus und wird dann gekappt jedes Jahr oder der Bananenstamm jedes Jahr. Aber bei uns würde ich mal sagen, dieses Hochasten kann man ruhig öfter mal machen, aber dieses Kappen, was ich jetzt bei der Pappel versuche, maximal alle 3 Jahre. Ne? Der habe ich ja jetzt 6 Jahre gewartet, bis ich den gekappt habe, die Pappel. Und was man jetzt auch schneiden kann und auch verjüngt wirkt, natürlich Weide, Sauerkirsche nach der Ernte, Johannisbeeren nach der Ernte, auch Kirschen nach der Ernte, Walnuss kann man jetzt schneiden. Also ganz viele Sachen, die man jetzt schneiden kann und die, so Ernst Götzsch, eine Verjüngung in den Garten bringen, weil die selber wieder frisch rauswachsen und auch diese junge Energie, dieses junge Blut auf den ganzen anderen Garten übertragen. Okay, wir werden uns das die nächsten Jahre weiter angucken. Und dann heißt es jetzt natürlich, müssen wir auch was pflanzen, um das aufzunehmen. Wir haben jetzt hier gerade Knoblauch, Zwiebeln und so weiter geerntet. Das heißt, jetzt kommt Kohlgemüse für den Winter, Rosenkohl und so weiter. Dann kommen die Rettiche für den Winter, dann kommen bald, kann man jetzt bald Feldsalat machen und so weiter. Also gibt's die ganze Wintersachen, kommen jetzt rein und profitieren dann von der jugendlichen Energie und in dem Fall auch von mehr Licht. Okay, bis zum nächsten Mal.